Ja, also ich habe festgestellt, dass es richtig wichtig ist, dass man genug Selbstvertrauen aufbringt, weil nur wenn man seinen eigenen Fähigkeiten vertraut, kann man auch wirklich was erreichen, weil wenn man sich nichts zutraut, würde man es vermutlich dann auch nicht machen. Und es ist ganz wichtig, dass man das hat. Ich bin der Michael Regau, ich bin 19 Jahre alt, ich studiere Wirtschaftsinformatik dual bei der Landeshauptstadt München. Das ist bei der FOM, also Hochschule für Ökonomie und Management. Und ich bin momentan im Referat für Bildung und Sport eingeteilt. Und bin im ersten Semester von meinem Studium. Ja, das Coolste ist an meinem Studium, dass man nicht so wie beim normalen Studium nur studiert und dann vielleicht noch gar keine Vorstellung hat von der Arbeit, sondern dass man wirklich gleich schon die richtigen Stellen reinschnuppern darf und dass man da aber teilweise auch richtige Aufgaben übernehmen darf und dann wirklich dabei ist und das mitbekommt, wie dann die richtige Arbeit abläuft. Dann hat man einfach besseren Einblick in das Ganze. Ja, das Wichtigste ist, dass man die Zeit sich richtig einteilt fürs Studium, weil man arbeitet und studiert gleichzeitig. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man sich die Zeit fürs Lernen richtig legt, weil an den Zeiten, wo man wirklich Zeit findet und nicht so, dass man schiebt, wie zum Beispiel in der normalen Uni, wo man dann die Prüfungsphasen hat und dann auf einmal alles auf einmal kommt. Aber man hat auch die Möglichkeit, im Studium viel zu lernen und sollte es auch wahrnehmen, weil erstens mal nur wenn man lernt, ist man gut und zweitens mal, wenn man lernt, kann man dann auch viel mehr danach und wird viel mehr Spaß im Job haben. Ja, das Studium dauert 3 Jahre, also 6 Semester. Das ist so aufgebaut, dass man bei uns jetzt halt eher IT-lastig ist. Es heißt zwar Wirtschaftsinformatik, man hat auch die Wirtschaftsfächer, aber bei uns eher auf IT fokussiert. Und man hat zusätzlich noch für die Stadt extra angepasste Fächer wie Kommunalrecht oder kommunales Rechnungswesen, die wo eben helfen, dass man in der Stadt die Arbeit richtig führen kann. Ja, und im Informatikstudium beinhaltet viele Fächer wie Netzwerktechnik, Programmieren. Oder es sind auch so Fächer wie Wirtschaftsinformatik Basics dabei, wo man dann einfach so die grundlegenden Dinge über diese Systeme, die wo es da gibt in der Wirtschaftsinformatik, kennenlernt. Ja, der Aufbau ist so, also man hat in die ersten 3 Jahre Programmierfächer, wo man wirklich Programmiersprachen kennenlernt und so explizit mit denen übt und lernt, wie man das so durchführt. Dann haben wir ganz normal in jedem Jahr auch Wirtschaftsfächer, die bauen auch alle aufeinander auf. Im ersten Jahr heißt es jetzt Management Basics. Und ja, da ist ganz wichtig, dass man da auch mitlernt, weil wenn es aufeinander aufbaut, ist es ja logisch, dass man dann vielleicht nicht mehr mitkommt, wenn man das eine schon nicht so gut konnte. Und ja, und das dritte eben sind dann die Kommunalfächer. Also es sind quasi 3 verschiedene Fächerbereiche. In der Arbeit ist es so, dass wir immer 6 Monate eingeteilt sind. 6 Monate und dann kommen wir woanders hin. Und das ist aber noch nicht vorher festgelegt. Das wird dann kurzfristig entschieden. Also wir wissen dann auch noch nicht, wo wir hinkommen. Die wichtigsten Orte sind eigentlich ITTM und STRAC. Das sind so die, wo man auch sagt, da kommt man wahrscheinlich nach dem Studium hin. Da findet die meiste IT statt. Aber es gibt auch andere IT-Stätten, wie zum Beispiel beim Baureferat oder eben bei dem Referat für Bildung und Sport, wo ich gerade bin. Also momentan ist mein Tagesablauf so, dass ich zum Referat für Bildung und Sport direkt zu der Hauptstelle komme. Da tue ich dann in der Früh erstmal meinen PC anmachen, schauen, welche E-Mails da sind. Danach gibt es so ein Ticketsystem, wo die ganzen Aufträge reinkommen. Dann schaue ich mir die Tickets an, schaue mir die Aufträge an und entscheide dann, welche Aufträge ich gleich bearbeiten kann. Wenn ich welche noch nicht bearbeiten kann, weil ich noch nicht weiß, wie es geht, dann frage ich natürlich dann erstmal meine Ausbildenden. Und dann habe ich auch noch so Zeiten, wo ich wirklich mal zeitlang einfach nur zuschaue und die mir aber auch zeigen, was ich mache. Und dann mache ich das nach, was die mir gezeigt haben. Und dadurch kläre ich halt dann, was die gemacht haben. Ja, ich bin aus Eichach. Ich habe ganz normal mein Abitur in einem normalen Gymnasium, das allgemeine Abitur gemacht und habe mir dann überlegt, dass ich irgendwie ein duales Studium machen will, was einfach besser ist, wenn man zum einen natürlich Geld verdient und zum anderen natürlich auch praktische Erfahrungen sammeln kann. Und dann habe ich mir einfach mal angeschaut in Azubio und da habe ich dann mich bei dualen Studium beworben, habe dann auch die Stadt München gesehen, habe gedacht, das hört sich recht gut an. Habe ich beworben, dann war direkt das Bewerbungsgespräch nach der Bewerbung, also war kein Einstellungstest oder so mehr. Und dann bin ich eine Woche nach dem Bewerbungsgespräch angerufen worden, dass ich die Stelle habe. Und dann habe ich es halt angenommen. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, man sollte schon Interesse an Technik haben. Es ist aber nicht so, dass man jetzt unbedingt der richtige Freak sein muss und man muss jetzt auch nicht unbedingt das brutalste Vorwissen haben. Man kann auch mit weniger Vorwissen einsteigen, muss sich natürlich dann aber auch mehr bemühen im Studium und muss vielleicht was aufholen, was andere schon haben.